Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beginnen wollte ich eigentlich noch mal ganz kurz mit dem Kollegen Yetim. Der ist jetzt leider nicht da. Das Thema Hooligans bzw. Rechtsradikalismus hat ihn offenbar nur gestern interessiert, aber wie auch immer. Herr Kollege Yetim, dann gehen wir es zu Protokoll. Sie haben uns gestern vorgeworfen, dass wir Hooligans unterstützen würden als Piratenfraktion. Ich finde das eine Frechheit. Wir Piraten sind die einzigen hier, die sich von Beginn an für ein gewaltfreies Stadionerlebnis eingesetzt haben. Wir sind die einzigen, die von Beginn an unseres Einzugs hier in den Landtag die Fanrechte thematisiert haben. Wir sind diejenigen, die mit den Fans im Dialog stehen. Es ist unsäglich. Es ist unsäglich, dass Sie ignorieren, dass wir mit dem vorliegenden Antrag einen konkreten Vorschlag einbringen und erreichen wollen, dass endlich vernünftige Konzepte erarbeitet werden. Kollege Yetim, schämen Sie sich für diesen Wortbeitrag. Sie sind es, der das Problem hier verharmlost. Es sind eben nicht nur einige Hooligans, es sind gewaltbereite Nazis und Rechte, die da in Köln für Chaos gesorgt haben. Denken Sie darüber nach, was Sie gestern von sich gegeben haben. Eins noch. Wir haben letztes Jahr schon gesagt, dass es schlecht ist, alle Fans über einen Kamm zu scheren und gegen alle repressiv vorzugehen. Dass man gegen Nazis im Stadion andere Maßnahmen braucht, als gegen einen Jugendlichen, der Landfriedensbruch begeht. Der Fanforscher Dembowski, die BAG, viele Fanvertreter haben letztes Jahr genau dasselbe gesagt und geben Ihrem Innenminister, liebe rot-grüne Regierungsfraktion, Ihrem Innenminister die Mitschuld am Erstarken der Neonazis im Stadion. Dembowski schreibt, der repressivere Kurs gegenüber der Ultraszene habe den Nazis in den Stadien den Weg geebnet. Mit Ihren Konzepten sind Sie gescheitert, Herr Innenminister. Repression ist der falsche Weg. 2011 waren fast die Hälfte der befragten Deutschen der Meinung, dass in Deutschland zu viele Ausländer lebten. Ein Drittel der Befragten ging von natürlichen Unterschieden zwischen weißen und schwarzen Menschen aus. Das belegen Zahlen aus der Studie Deutsche Zustände von Professor Heidmeier aus Bielefeld. Sie, Herr Innenminister, verweisen in der Debatte immer gerne auf die Fanprojekte. Das reicht allerdings nicht aus. Fanprojekte können diese Aufgaben mit übernehmen. Allerdings sind nach wie vor die Kapazitäten für diese Fanprojekte nicht ausreichend vorhanden. Es werden Netzwerkpartner gebraucht, und zwar in den Vereinen und auch hier in der Politik. Die Vereine dürfen nicht mehr wegsehen. Was hilft? Aufklärung, Bildung, Vorbild sein. Vereine, Politik müssen Vorbild sein. Mehr Prävention, mehr Stellen für die Fanprojekte, ordentliche zivilrechtliche Ausstiegsprogramme. Lieber Innenminister Jäger, Sie kennen unsere Anträge dazu. Die sind alle im Innenausschuss und auch hier im Plenar, hier plenar beraten worden. Die Ergebnisse kennen wir dann alle. Was wir vor allem aber auch brauchen, sind genau die toleranten und aufgeklärten Fangruppierungen. Viele Ultragruppierungen haben sich in den letzten Jahren gegen Rassismus eingesetzt. Einige haben in ihren Vereinen Druck gemacht, dass die Nazi-Vergangenheit aufgearbeitet wird. Aber leider fehlt hier häufig die Unterstützung der Vereine und auch der Politik. Die Realität: In den Kurven werden diese linksorientierten Fangruppen allzu oft gegängelt. Manche Vereine knicken regelrecht ein vor den Rechten. Aachen ist hier oft genug schon als Beispiel zum Beispiel zitiert worden. Die Vereine müssen wir dazu bewegen, dass sie die toleranten und offenen Fangruppen unterstützen. Diese linken Ultragruppierungen sind eben nicht unser Problem, sondern die Nazis im Stadion. Im November letzten Jahres, Herr Innenminister, sagen Sie im Innenausschuss, dass wir das Problem mit Neonazis im Stadion nicht verniedlichen dürfen. Was Sie mit Herrn Minister Dün besprechen, ist wahrscheinlich auch wichtig, aber vielleicht sollten Sie irgendwann anfangen, den Piraten zuzuhören. Haben wir in den Thematiken auch zu den Flüchtlingen ja auch schon gesehen. Nun, im Innenausschuss haben Sie gesagt, Sie dürfen das Problem Neonazis im Stadion nicht verniedlichen, aber eben auch nicht überbewerten. Nun ja, es ist wohl eher so beim Verniedlichen geblieben. Es ist gut, dass viele Vereine bereits sämtliche Nazi- und Hogesa-Symbolik aus den Stadien verbannt haben. Aber das ganze Thema wurde viel zu lange vernachlässigt. Den Rechtsextremisten geht es um die Verbreitung ihrer Ideologie und um Rekrutierung neuer Mitglieder. Dort, wo viele Menschen regelmäßig zusammenkommen, im Stadion. Ich möchte die Stadien nicht den Nazis überlassen. Ich möchte nichts den Nazis überlassen. Ich möchte nicht, dass die Welt
von Deutschland so Bilder sieht wie vom vorletzten Sonntag aus Köln. Die Redezeit. Ein letzter Satz, Frau Präsidentin. Ich wünsche mir schöne, bunte, tolerante Choreos und Gesänge, eine tolerante und offene Stimmung in den Stadien. Rassismus und Co. sollen die Menschen im Stadion und auch außerhalb des Stadions doof finden. Das ist ein langer Prozess. Wir werden diesen Prozess aktiv begleiten. Ich hoffe, Sie auch. Ich hoffe, wir sehen uns am 15. November in Hannover, wenn die nächste Nazi-Demonstration der Hogeser angesagt ist und wir auf der anderen Seite dagegen demonstrieren. Vielen Dank. Danke schön, Herr Kollege Düngel. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, Herr Kollege Düngel, ich bin aus dem Kreis, Sie können sich gerne setzen, ich bin aus dem Kreis des Parlaments darauf aufmerksam gemacht worden, da ich Sie ja nur von hinten sehen kann, dass man durchaus erkennen konnte, welche Symbolik und welchen Schriftzug Sie auf dem T-Shirt tragen. Sie wissen, dass aus gutem Grund der Plenarsaal, der Ort der parlamentarischen Auseinandersetzung, der verbalen parlamentarischen Auseinandersetzung ist. Hier argumentieren wir mit Wort und Widerwort. Und Sie wissen sehr genau, dass es nicht richtig ist und dass wir hier auch eine Verständigung darüber haben, dass an diesem Ort von Wort und Widerwort plakative Bekundungen über Zeichen, Symbole auch auf T-Shirts nicht zulässig sind. Und zwar völlig unabhängig vom Inhalt der Botschaft, die transportiert werden soll. Deshalb bitte ich Sie ganz besonders herzlich und vor allen Dingen auch aufgrund der Tatsache, dass Sie bis vor kurzer Zeit selbst hier oben gesessen haben, das in Zukunft nicht mehr zu tun. Denn bei Ihnen darf ich aus gutem Grund unterstellen, dass Sie das nicht aus Versehen getan haben, sondern sehr bewusst dieses T-Shirt getragen haben. Noch einmal, es geht um Wort und Widerwort und nicht um plakative Botschaften durch nonverbale Botschaftsträger. So, mit dieser Ansage. Applaus